So, jetzt sind wir hier an so einen Strand geradelt. Im strömenden Regen. Jetzt scheint die Sonne wieder und es ist leider gerade Ebbe. Das Meer ist weg. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis es wieder kommt. Also eigentlich meins Wasser haben wir verkehrte Zeit erwischt. Vielleicht fahren wir jetzt noch ein Stück weiter oder so. Jetzt noch auf der Liste geht's. Morgen geht's weiter. Da ist Birgit umzingelt hier von wilden Hunden. Die warten alle auf was zu fressen. Einer. Der Schmus sogar. Wartet auf Leckerchen. Was? Er wartet auf Leckerchen. Ja, ich hab noch Ja, dann. Wunderbar da drauf. Mein Schatten. Jo. Wir hatten die ganze Zeit Ebbe, jetzt kommt die Flut. So langsam und eben auch die Sonne, sieht man ja, blauer Himmel.
Eben sind wir noch kurz nass geworden, aber diese Regenschauer, die tun ja richtig gut hier und halten auch nur kurze Zeit an und dann zack, ist man schon wieder der beißenden Sonne ausgesetzt. Jetzt werden wir es erstmal wieder schaffen. Ein wunderbares Panorama, Palmen, Meer, blauer Himmel und im Vordergrund Birgit mit zwei Fahrrädern. Da reicht eins nicht, du brauchst gleich zwei Fahrräder. Ja, hier sind wir hochgefahren. Man sieht gar nicht, wie steil das ist. Aber wenn man mit dem Rad hier hochfährt, dann merkt man das. Das heißt, wir fahren ja meistens gar nicht, wir müssen so hochschieben. Da weiß man erstmal, was die bei der Tour de France leisten. Das sind jetzt die Videoaufnahmen. Jetzt möchte ich noch von dieser Kulisse ein Foto machen. So, jetzt wird's hell. Unsere Fahrräder haben wir hier vorne abgestellt. Und das ist diese, immer dieses Restaurant von außen. Sieht ganz einladend aus. Alles ein bisschen fremdartig, alles. Aber bitte. Preisliste, das gilt nicht. Hier sind wir mal wieder unter Palmen.
weißer Sand, türkisfarbenes Meer. Bisschen Wind, Außentemperatur durch den Wind schwer einzuschätzen. 28, 29 Grad, irgendwo in dem Bereich. Hier sind wir beide mal am See. An der See und der Fall. Durch eine sehr starker Wellengang in der Stadt. Der Wellengang ist zurzeit so stark, dass wir eigentlich gar nicht ins Wasser können. Das heißt, die Strömung, der Sog ist sehr stark, da kann man gar nicht an Land, da kann man gar nicht riskieren, auch so ins Wasser. So, ich komme mal dahin. Wir packen unsere 7 Sachen und fahren jetzt Richtung Ladik City, das heißt halt der Hafen. Wir fahren mit dem Fahrrad, drauf gehen.
Ja. Auch Hunger hier.